Frage. Aber in meinem Leben habe ich nie jemanden so intensiv schätzen gelernt wie Karl-Heinz Brockhoff. Er war derjenige, der mich zum Beispiel als Schüler brutal auf den Napoleonstein gejagt hat. Zu malen. Bist du gar nicht mehr. Ja, klar. Er hat mich in Malerei unheimlich weitergebracht. Deswegen bin ich ihm bis heute unheimlich dankbar. Er ist einer der ganz wertvollen Menschen für mich, die mein Leben wesentlich geprägt hat. Aber das weiß ich. Na? So, zu Karl-Heinz Kocher selbst. Karl-Heinz Kocher ist 1934 in Querfurt geboren. Ich habe sogar ein Viertel, ein bisschen älter. Ist dort noch zur Schule gegangen, hat in Erfurt und Halle das Lehramt studiert und dann in Königshofen sein erstes Lehramt angetreten. Danach hat er in Almrich alle Fachrichtungen unterrichtet. Er war so der klassische Dorfschullehrer. Ist das richtig? Ja, ja. Na, war so. Genau. Sogar ja, Sport. Das hört sich zwar sehr antiquarisch an, aber halte ich eigentlich für gar nicht so schlecht, eine Bezugsperson in der Schule zu haben, wenn sie intelligent genug ist, um mehrere Fächer zu unterrichten. Wenn du ganz viele Lehrer hast, trifft sie das ein bisschen. Aber das ist eine andere Geschichte. Und nach Almrich ist er dann nach Schulvorder gegangen. Und dort sind wir beide zusammen getroffen. Es war eine, ich muss heute sagen, Schulvorder, auch durch dich, Karl-Heinz, war eine Zeit, die mich wahrscheinlich mehr geprägt hat als mein Elternhaus. So hat mir das jetzt geprägt. Es war Disziplin, es war Arbeit und es war System. Also ich fand die Zeit in Schulvorder klasse. Ich muss auch sagen, dass ich ihn danach aber leider aus den Augen verloren habe, lange Zeit, bis ich durch Zufall, oder wir durch Zufall, meine Frau und ich, seine Tochter Heike Minner zu einer Silvesterparty, ohne zu wissen, wer sie ist, haben wir uns kennengelernt. Und dann sagte seine Tochter zu mir, ja, du bist nicht weg. Du kannst mich wohl gar nicht zuordnen. Sagte, was soll ich das wissen? Ich habe keine Ahnung. Und dann sagte Karl-Heinz Brockhoff. Und das war der Tag, seitdem wir wieder zusammengekommen sind. Ist das so, Karl? Genau. Ja? Und ich muss sagen, was deine Arbeiten anbetrifft, bin ich nach wie vor absolut begeistert. Solide, formistisch oder formalistisch reduziert, aufs Wesentliche beschränkt, mit wenig Farben und du triffst wirklich den Kern der Sache. Auch du hast auf meine Malerei ganz massiv abgefärbt und dafür bin ich dir endlos dankbar. Ich habe danach kam dann wirklich die Zeit, wo wir wieder engen Kontakt hatten, mit seiner Tochter Heike Minner zusammen und Frank Minner zusammen engen Kontakt hatten. Und das war die Zeit, ja, ich sag mal ganz ehrlich, seitdem ist künstlerisch eigentlich alles explodiert. Dann ging alles richtig los bei uns. Und aus diesem Grunde möchte ich mich hier an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bei dir für deine Lehrertätigkeit, deine erzieherische, deine Vorbildtätigkeit ganz, ganz herzlich bedanken. Und ich halte dich für eine ganz besondere Persönlichkeit, sage ich mal so.